hallo wieder mal. Heute habe ich wie versprochen mal die Aufwärmung als erstes und das Energetische bei vielen Anfragen, was ich mit erklären möchte. Und wir fangen einfach mal an mit der Aufwärmung, die aus dem Lübkischen kommt, also aus der Lübki kommt. Das ist eine urslawische Kampfkunst und ist eine energetische Kampfkunst, ähnlich dem Tai Chi. Und ich würde einfach mal vorführen, dass man die Energien besser spürt und an seinem Körper auch diese Lockerheit, dieses Gelassenhängen bekommt. Also die erste Übung ist ganz normal, das nennt sich Slonka. Wir stellen uns schulterbreit hin und wir pendeln einfach so mit dem Körper die Arme. Und wir geben so ein bisschen mit der Hüfte Schwung mit, dass die Arme wie so eine Peitsche dann so von sich aus dann so hin und her schwingen. Und wegen dem Gleichgewicht kann man nochmal einfach mal nach vorne dann kurz anhalten mit dem Kopf. Und jetzt merkt man schon, so wie man in den Fluss reinkommt, kann man auch die Geschwindigkeit anpassen, dann später auch die Augen schließen, dass man einfach so dieses Spüren erlangt. Einfach dieses Umfeld spüren, die Luft, sich konzentrieren auf die Mitte, dass man gerade steht, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und ein bisschen schneller. Als nächstes widmen wir uns einfach den Armen und das ist in der Übung, wir nehmen immer eine 8 als Vorbild und wir legen die Arme, also wenn ich die beide stelle, nach oben eine 8 malen oder eine liegende 8 malen. Die beiden Varianten und wir fangen einfach an mit der stehenden 8 und dabei nicht gerade im Körper bleiben, sondern mit dem Körper ein bisschen mitschwingen. Und einfach so reinfühlen in sich, dass man einfach so dieses Lockere bekommt. Und die Hüftschwingung passe ich so ein bisschen die Armschwingung an. Wir wechseln die Seite. Und beide Seiten versetzt. Verknüpfung und fürs Gleichgewicht. Jetzt die liegende. Und auf der anderen Seite. Kann man das Ganze dann ein bisschen Schwung noch machen. Als nächstes machen wir das über den Kopf. Die eine Kugel der 8 ist sozusagen ist vor dem Körper, die andere umschließt, also umgreift den Körper. Mach es einfach vor, einmal vor dem Körper die und einmal rum. Und die 8 sozusagen geht so lang. Aber immer locker bleiben, aber trotzdem das Gefühl haben, dass man steht, dass man sozusagen die Verbindung hat, dass man gerade ist. Und die andere Seite auch. Wenn man dann so um den Kopf rumgeht, so langsam, dann kann man so seine Aura spüren, das Energiefeld von einem selber. Einfach so knapp wie möglich dann vielleicht zu umfahren. Und den Kopf aus und die Hände so nehmen, dass man immer das Gefühl hat, man hat so einen Ball in der Hand. Und man spürt dann schon, wenn man so näher kommt, diese Energie, die sich aufbaut. Das kann man mit seinem ganzen Körper fühlen und spüren dann auch. In jeder Bewegung. Wir haben keine Anspannung im Körper. Und hier auch wieder der Wechsel zur gleichen Zeit. Das ist ein bisschen eine schwierigere Übung, aber mit der Zeit bekommt man das auch hin.
Man sollte einfach nicht viel nachdenken dabei, einfach nur spüren. Jetzt stellen wir uns vor, dass unser Becken wie eine Schüssel ist und in der Schüssel liegt eine Kugel. Und die Kugel ist quasi unser Gleichgewichtssinn und die Kugel hat immer das Bestreben, in der Mitte zu bleiben und die Achse zu bilden. Und unsere Hüfte wandert hin und her und die Kugel dementsprechend bewegt sich dann in dieser Hüfte, in dieser Schüssel. Wir fangen erstmal an mit kleinen Kreisen und stellen uns einfach vor, diese Kugel umherrollt, die unsere Mitte ist, unser Zentrum. Und je mehr wir größer machen, die Kreise, wird sozusagen auch die Kugel den Beckenrand erreichen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Ja, größer. Bis zur maximalen. Jetzt gehen wir, machen eine 8 wieder nach vorne. Gehen also nach vorne. Und wir wechseln das die andere 8 in die andere Richtung mal, dass der Ausgleich auch da ist. Damit jeder merken, dass er unterschiedlich ist auf den Seiten. Das eine Seite geht besser, die andere geht schlechter. Und wir kommen wieder zur Ruhe und jetzt machen wir die 8 in diese Linie zur Seite. Wir können uns da richtig so reinspüren, wie in Trance gehen sozusagen. Man kann auch Musik dazu anmachen, wenn man das möchte, Trance-Musik, irgendwas in die Richtung, dass man dann in die gewünschte Gefühle reinkommt. Und zur anderen Seite auch. Und jetzt versuchen wir eine Blume zu bilden, indem wir die 8 nach vorne machen, zur Seite. Und das immer weiter. Nach vorne, hinten, zur Seite, nach hinten, nach vorne, zur Seite, nach vorne, nach hinten, zur Seite und immer weiter. Die Lockerung da sind, wo wir uns ein bisschen ausschütteln auch mal, gehen wir jetzt über zu den Beinen. Wichtig ist auch, wenn man ständig steht, dass man auch dieses Kniegelenk mal ein bisschen streckt und das machen wir einfach, indem wir das Bein so ein bisschen nach vorne schmeißen und dadurch durch die Schwerkraft so ein bisschen das Knie auseinanderziehen können. Andere Seite. Eine Übung, dass wir die mit den Beinen 8 zeichnen. In dem Wort 8 steckt auch Achtsamkeit. Dass wir auf alles achten, was um uns geschieht, was mit uns in uns geschieht. Und die andere Seite. Erstmal die Aufwärmung im Kurzen. Das kann man ein bisschen ausdehnen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach eine kurze Zwischenpause, indem ich nochmal die Energie erkläre, den Energieaufstieg und die Weiterleitung. Wir binden uns einfach mit der Erde, spüren unsere Füße, wir krallen unsere Füße ein bisschen in den Boden ein, wenn wir uns so festkrallen. Und diese Anspannung, die wir aufbauen, die steigt dann in die Knie. Und so bis zur Hüfte ungefähr. Da oben ist alles so noch locker.
Wir spüren, wie die Energie von der Erde in uns aufgenommen wird. Und bis zum Solarplexus, bis zum Herzen weitergeleitet wird. Hier speichern wir die Energie. Energie von oben auf. Wir können zur Hilfe auch die Arme ausstrecken. Das ist eine alte Gebetshaltung einfach, um so wie ein Trichter zu wirken und die Energie einfach von oben her einzusaugen und in den Körper zu zentrieren. Wie ein Trichter, der das alles aufnimmt. Atmen dabei tief ein immer und lassen die Energie von oben in uns einfließen. Und die Energie wieder bis zum Herzen führen. In dem Herzen kann man sich jetzt einen Wirbel vorstellen, wie beide Energien miteinander verwirbeln. Und das ist unsere Lebensenergie. Wir brauchen also beide Pole, um existieren zu können. Wir schweben quasi dazwischen. Diese Gebetshaltung, wenn ihr da hinschaut, erkennt ihr auch, das ist die Algis-Rune. Wir kennen die Algis-Rune auch in dem Peace-Zeichen. Aber da ist er verkehrt rum. Und die Algis-Rune heißt wirklich, das ist Frieden. Und hat auch was mit Geburt und Auferstehen und in der Richtung alles zu tun. Wir kennen noch einen alten Grabstein, die Rune, als Geburtszeichen aufwärts. Und dann die Rune andersrum, die beiden Seiten nach unten, ist dann das Zeichen für den Todeszeitpunkt. Die Energie, wenn wir die einmal im Körper haben, dann merken wir schon, dass wir so viel kräftiger dastehen, dass wir so wie so aufgepumpt von der Energie sind. Und wir spüren die Energie, wie die überall in uns hineinfließt, bis in die Fingerspitzen. Wir können auch die Finger fühlen ein bisschen dann. Ihr könnt auch mal so ein bisschen mit euren Fingern spielen. Also wenn ihr so einen Ball habt, stellt euch einen Energieball vor, geht einfach so zum Herzen. Und dann könnt ihr die Energie nehmen und komprimieren. Also ihr könnt dann damit spielen, ihr spürt das dann ohne die Berührung, dass irgendwas passiert hier. Und das könnt ihr ein bisschen trainieren, dass ihr ein bisschen feinfühliger werdet und dieses Gespür dafür bekommt, wie sich das anfühlt, wie Energie sich anfühlt, die durch den Körper fließt. Und durch unseren Alltag sind wir so abgelenkt, dass wir das gar nichts mehr merken davon meistens. Und es ist bloß Wundern, wenn irgendwas komisch ist. Das ist dann meistens unsere Energie, die uns zeigt, was wir eigentlich zu tun haben jetzt. Gut, ich würde einfach jetzt, nachdem wir das so gezeigt haben, wie die Energien sich anfühlen und wie die spürbar sind, dass wir mal die ganzen Abläufe eingehen, dass man sagt, ganz kurz nochmal erklären, dass man halt die Energie aufnimmt und mit der Bewegung. Die Einatmung vorher immer ist ganz wichtig und mit der Bewegung die Ausatmung und also die Rune ausrufen. Das ist das Schwierigste an der Sache, dass man dabei die Rune also ausspricht oder singt, kann man so auch sagen, weil dadurch nochmal dieses Ausatmen gefördert wird und wir sind eigentlich so getrimmt, dass wir in Anspannung versuchen, die Luft anzuhalten, aber in Wirklichkeit ist es besser, wir atmen in Anspannung einfach weiter. Damit wir das durchstehen und damit wir unsere Kraft behalten. Wir fangen einfach nochmal an mit dem Futhark, mit den ersten Runen. Und ich würde jetzt einfach, ohne das zu beschreiben, mal so eine Sequenz euch zeigen, dass ihr das auch so danach mit ausüben könnt. Feel.
Zwei weitergemacht. Das ist die schnelle Reihenfolge. Das Ganze kann man für sich jetzt langsamer ausüben und am besten dreimal die Rune. Und ich würde damit heute wieder abschließen und freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Danke.